In der Aufgabe 9, die wesentlich kürzer ist, ist eine vierteljährliche Verzinsung wiedergegeben. Es geht wieder um eine unterjährige Verzinsung. Diese Effektivverzinsung ist mit 6,14% hier gegeben und wir suchen den Nominalzins. Mit anderen Worten, wir müssen die Effektivzinsformel umdrehen, um auf den Nominalzins zu kommen, geteilt durch 4 in dem Fall bei einer quartalsmäßigen Verzinsung. Und jetzt drehen wir da den Spieß um. Wir lösen das Ganze nach INOM auf. In dem ersten Schritt ziehe ich hier die vierte Wurzel. Geteilt durch 4 ist gleich Q effektiv hoch 1/4. Das ist die vierte Wurzel. Und dann bringe ich die 1 hier rüber und multipliziere das Ganze mal 4, sodass wir dann INOM gleich die vierte Wurzel aus unserem Effektivzinssatz minus 1 und diese ganze Sache dann noch vervierfachen und Zahlenwerte eingesetzt, gibt dann hier tatsächlich, also das funktioniert natürlich bei quartalsweisen Abrechnungen allgemein. Für unser Q-Effektiv haben wir 1,0614 hoch 1/4 minus 1 mal 4. Sind ungefähr 0,06. Hinten raus geht es noch ein bisschen weiter, also fast 6%. Als Endergebnis ist das völlig in Ordnung, sind dann 6%.